Moin, ihr Lieben, ich möchte euch wieder ein Buch vorstellen. Und zwar ist das dieses hier: White Maze, du bist längst mittendrin von June Perry. Das Buch ist am Arena Verlag erschienen, kostet 18 Euro neu in dieser gebundenen Ausführung und hat knapp 400 Seiten. Es ist ein Jugendbuch und ist ab 14 Jahren empfohlen. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage daher vielen lieben Dank an den Arena Verlag, denn mich hat diese Thematik sehr angesprochen. Was genau werdet ihr dann gleich erfahren, obwohl ich ja eigentlich mich so ein bisschen von Jugendbüchern fernhalten wollte, weil ich meist dann doch davon zu viel erwarte, obwohl ich die Ideen dann gut finde, bleibt es mir dann doch zu sehr an der Oberfläche und dann sind meistens im Mittelpunkt dann auch Liebesgeschichten, was nicht unbedingt, ja, mein Ding ist, was ich nicht unbedingt brauche. Dennoch hat mich das so sehr angesprochen, dass ich dem Buch eine Chance geben wollte und ich habe auch ganz, ganz viele positive Bewertungen gesehen und deswegen habe ich es angefragt und auch erhalten. Ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht, werde ich euch dann jetzt im Laufe dieses Videos erzählen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Inhalt. Worum geht es eigentlich? Wir treffen hier auf Vivian in einer nahen Zukunft in unserer Welt. Und zwar hat Vivian ein sehr, sehr sorgenfreies Leben, denn ihre Mutter ist eine berühmte und erfolgreiche Game-Entwicklerin und die Mutter steht jetzt wieder kurz vor einem Release eines neuen Games, was heiß ersehnt wird. Und zwar wird dieses Game gespielt mit neuen Linsen, denn ja, in der Zukunft, in der Vivian lebt, ist das so der Fall, dass man im Alltag keine Smartphones mehr benutzt, das ist irgendwie out. Man benutzt nur noch Linsen und so, das kann man sich vorstellen, wie eine VR-Brille nur noch halt auf Linsen reduziert und dort kann man halt die ganzen Menüs aufrufen, Interface, Chats und so weiter und so fort, bedient man halt mit der Hand und mit dem Auge selbst. Ja, und das Game soll halt ganz neu sein, dass man ja innerhalb der Realität halt dort ein Game spielt und so ein bisschen wie Pokémon Go, man geht durchs Leben und sieht dann halt über der Realität halt eine andere Schicht, diese Spielschicht. Und mit diesen Linsen soll man halt nicht mehr unterscheiden können, ist das nun echt oder nicht. Also so real soll das sein und man soll mit allen Sinnen, mit diesen neuen Linsen halt dieses Spiel genießen können. Ja, aber irgendwas scheint da nicht ganz in Ordnung zu sein, denn ihre Mutter wird ermordet und von der Firma, für die sie arbeitet, wird es einfach so dargestellt, als wäre es ein Unfall. Und ja, Vivian glaubt das Ganze nicht, sie bekommt seltsamere Hinweise und sie möchte jetzt herausfinden, was das auf sich hat. Die Linsen sind halt, also es ist kurz vorm Release passiert mit der Mutter und scheinbar reißt sich da jemand diese Welt, die ihre Mutter entwickelt hat, unter den Nagel und möchte damit etwas erreichen. Und Vivian muss das jetzt herausfinden, bevor die Linsen an alle Menschen gehen und ja, die Menschheit vielleicht irgendwie manipuliert wird durch diese Linsen. Dafür muss sie aber selbst mit den Linsen halt in die Welt gehen und sie bekommt Unterstützung bzw. sucht sich Unterstützung bei dem bekannten Hacker an ihrer Schule, mit dem sie eigentlich überhaupt keinen Kontakt hat. Und der hilft ihr mit seiner Gruppe von Nerds. Ja, was sie denn herausfinden, das müsst ihr natürlich selber lesen. Das war so ein bisschen was zum Inhalt. Ich habe mir jetzt hier einige Notizen gemacht, weil ich doch ein bisschen was zu sagen habe. Und ja, deswegen fangen wir doch gleich an zu meiner Meinung, zu meinem positiven etwas. Also ich kann schon mal vorneweg sagen, dass mich das Buch wirklich gepackt hat. Ich habe das innerhalb kurzer Zeit, ich weiß nicht, 2, 3 Tagen weggelesen. Es ist allerdings halt auch sehr, sehr leicht geschrieben, groß gedruckt. Es ist halt ein Jugendbuch, deswegen ist das jetzt vielleicht auch nicht ja, sehr verwunderlich. Aber es ist wirklich sehr, sehr rasant und actionreich. Es passiert sehr, sehr viel. Und ich finde halt, dass es sehr, sehr ja, interessant eben ist, weil das so nah an unserer Zukunft dran ist, weil ich genau glaube einfach, dass es genau so sein wird, weil diese Linsen, das wird ja jetzt schon dran entwickelt, also es gibt ja schon die VR-Brillen und es gibt ja schon dieses Pokémon Go und ich glaube, dass es bald irgendwann so sein wird, dass wir wirklich irgendwann nur noch diese Linsen haben
und damit arbeiten. Ich habe sogar lustigerweise vor ein paar Wochen, nachdem ich das Buch gelesen habe, sogar eine Dokumentation darüber gesehen, was die Technik bringen wird. Und genau, Sie haben auch über solche Kontaktlinsen gesprochen. Ja, und deswegen finde ich das so interessant, weil das wahrscheinlich auch unsere Zukunft sein wird, beziehungsweise diese Technik. Deswegen finde ich die sehr, sehr faszinierend, weil sie halt vieles kann und ich das toll finde einerseits, andererseits auch sehr, sehr beängstigend. Also es ist ein hochaktuelles Thema und dieses Game, was die Leute begeistert, würde mich wahrscheinlich auch begeistern. Dennoch ist da natürlich viele Risiken mit verbunden, eben, dass jemand dieses Spiel manipulieren kann und auch die Realität manipulieren kann. Gleichzeitig, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, hat die Autorin auch sehr, sehr viele philosophische Denkanstöße mit eingeflochten. Eben, was ist jetzt Realität? Sollte man eher in unserer Realität bleiben oder ist es besser, sich diese Virtualität anzuschließen? Und ja, was ist schöner, was ist besser? Ja, das alles wird hier so ein bisschen angestoßen und das finde ich super spannend. Das wirkte auch so nach dem Lesen weiter, was ich echt cool fand. Zuallererst muss ich sagen, als ich dieses Buch angefangen habe, dachte ich, ach herrje, was ist das denn für ein Schreibstil? Super umgangssprachlich, jugendlich und sehr, sehr oberflächlich. Und ich dachte, ach herrje, hätte ich es vielleicht doch nicht wagen sollen, jetzt mal wieder ein Jugendbuch zu lesen. Aber ich glaube, dass das gewollt war, denn unsere Protagonistin ist ebenfalls zu Anfang sehr, sehr oberflächlich. Sie ist halt so eine typische, verwöhnte, reiche Tussi, die mit ihren oberflächlichen Freunden hier eine Party, da Kleidchen und dort neue Technik halt ihr Leben fristet, bis dann auf einmal die Probleme auftauchen und sie sich echt ein Problem stellen muss. Also unsere Protagonistin bekommt eine sehr, sehr starke Entwicklung, die ich gut fand, allerdings mir ein bisschen zu schnell ging, sodass es nicht ganz glaubwürdig war. Sie hätte da vielleicht noch ein paar mehr Reibungspunkte haben können, dass sie nicht von diesen verwöhnten Mädel auf einmal zu einer coolen Badass-Protagonistin wird. Das war mir ein bisschen zu schnell, aber die Tendenz fand ich natürlich gut, dass die Charaktere bzw. unsere Protagonistin sich überhaupt entwickelt. Und das Gleiche ist mit dem Schreibstil passiert. Also zu Anfang war es wirklich sehr, sehr oberflächlich und auch sehr umgangssprachlich, teenie-mäßig. Und dann nachher kamen halt diese philosophischen Denkanstöße dazu. Es wurde dann doch ein bisschen tiefgründiger. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Autorin sich da angepasst hat mit dem Schreibstil. Und das finde ich wieder toll. Also das hat mir gut gefallen. Ohne dass es zu schwer wurde. Also ich hatte jetzt keinerlei Probleme und ich glaube auch nicht, dass die Jugendlichen hier Probleme hätten, irgendwie mit dem Schreibstil klarzukommen. Also es war sehr, sehr rasant und actionreich und daher lässt sich das immer noch super weglesen. Was ich nicht so mochte oder was ich ein bisschen schade fand, wo ich denn doch noch ein bisschen was abziehen musste bei meiner Bewertung, war, dass mir die Technik wieder ein bisschen zu wenig erklärt wurde, wie das Ganze funktioniert mit den Linsen und mit der Realität, weil man ja nun mit diesen neuen Linsen alles fühlen, riechen, nicht nur sehen kann und wie das funktioniert. Also manches habe ich nicht ganz verstanden, weil es eben nicht erklärt wurde. Es wurde auch nicht versucht zu erklären und deswegen fand ich, dass da auch einige Logiklücken drin waren. Es kann natürlich sein, dass es funktioniert und dass es möglich ist. Ich kenne mich daher nicht so gut aus, aber dafür fehlt mir so ein paar Erklärungen. Das fand ich ein bisschen schade. Kann aber auch wieder daran geschuldet sein, dass es ein Jugendbuch ist, dass man da nicht so viel den Fokus drauf legen wollte. Aber das fand ich ein bisschen schade. Und auch, was ich gerne mehr gehabt hätte, ich hätte gerne mehr über das Spiel selbst gewusst. Also es wurde es natürlich ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, aber das Spiel selbst wurde eigentlich gar nicht erklärt und man war auch nicht so wie bei Erebos zum Beispiel von Ursula Poznanski, hat man das Spiel ja mit dem Protagonisten zusammen richtig gespielt. Und das habe ich hier eigentlich auch erwartet, dass wir uns viel mehr in der Spielewelt befinden. Es wurde immer nur angeschnitten und einige tolle Ideen gab es, zum Beispiel ein Jahrmarkt am Strand, der eigentlich gar nicht in der Realität eigentlich gar nicht da ist, aber halt mit diesen Linsen konnte man halt die Karussells sehen und die ganzen Gerüche riechen und die ganze Musik hören, was halt eigentlich nicht da war.
Und ja, das hätte ich gerne auch mit diesen ganzen Quests, die dann über den Leuten aufleuchten, über den Computerfiguren und so weiter. Das hätte ich gerne noch mehr ausgearbeitet bekommen, weil ich die Idee einfach von, weil ich hier selber so ein bisschen Gamer, ich will nicht sagen, ich bin Gamer, aber ich bin halt auch sehr, sehr interessiert an Spiele und mag das sehr gerne, wenn das thematisiert ist. Und gerade deswegen hat mich das ja, das Buch jetzt ja auch so angesprochen. Das war mir so ein bisschen zu wenig. Was mich auch ein bisschen gestört hat, nachher hat man ja den Antagonisten kennengelernt und man wollte dann wissen, was will er denn nun erreichen? Und das war mir auch nicht gut genug erzählt. Das war einfach nur einer, der sozusagen wieder die Macht übernehmen wollte und es wurde so ein bisschen angedeutet, was er damit, was sein Motiv ist. Aber das wurde mir nicht genug ausformuliert. Er war mir zu blass, der Antagonist. Und das finde ich schade, weil es wurde hier, wie gesagt, mit diesen philosophischen Denkanstößen immer wieder den Leser klargemacht, ja, für welche Seite würdest du dich entscheiden? Für die Realität oder für die schönere, angenehmere Virtualität und virtuelle Welt? Und da hätte man vieles draus machen können, dass der Antagonist noch glaubwürdiger rüberkommt und auch sein Motiv und was er damals erlebt hat. Das wurde nur ganz kurz angedeutet. Das finde ich auch schade. Und bei dem Ende bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Es ist nämlich eher ein offenes Ende. Eigentlich mag ich offene Enden überhaupt nicht. Ich habe gerne ja, alle Stränge zusammengeführt und abgeschlossen und alle offenen Fragen geklärt. Auch hier gab es offene Fragen, die nicht geklärt worden sind. Aber es gab einen ganz bestimmten Punkt, beziehungsweise die Autorin hat es wirklich so gewollt, dieses offene Ende, und hat im Nachwort sogar noch mal darauf hingewiesen, dass sie weiß, dass es einigen stören wird, aber sie es genau so wollte, damit man weiterhin auch noch drüber nachdenkt. Also dann habe ich irgendwie auch verstanden, warum sie das wollte, und irgendwie fand ich das Ende auch so cool und passend zum Gesamtbild und ja, gerade weil es noch mal so eine kleine Überraschung gab am Ende. Das fand ich irgendwie toll und es hatte so einen Horrorfilm-Effekt. Ich will euch ja nicht verraten, was es jetzt ist, aber vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mich begeistert hat. Es hat mich mitgerissen, weil es eben so rasant und actionreich war und es hatte so eine gewisse Tiefe durch diese philosophischen Denkanstöße. Und es gab natürlich eine Liebesgeschichte, die ich nicht gebraucht hätte, aber ich mochte beide Figuren. Ich fand sie beide sympathisch. Sie hatten auch nachher eine gewisse Tiefe und deswegen hat es mich auch nicht so sehr gestört. Es war auch nicht zu sehr im Vordergrund, aber es ging mir wieder, wie so oft bei Jugendbüchern, so ein bisschen zu schnell. Aber insgesamt kann ich sagen, habe ich dem Buch 4 Sterne gegeben, weil ich einfach die Idee toll fand und es einfach so nah an unserer Zukunft wahrscheinlich dran ist. Und ich kann sagen, dass es für mich so eine Mischung war von Mind Games von Terry Terry und Layers von Ursula Poznanski. Ja, weil bei Layers war ja auch mit diesen verschiedenen Schichten, mit dieser Brille und hier ist es halt noch ein Tick weitergedacht mit Kontaktlinsen. Jetzt möchte ich euch noch mal ein bisschen was zur Optik sagen. Also ich finde, viele finden ja dieses Cover so toll. Ich finde es jetzt, hätte es nicht unbedingt gehabt haben müssen. Ich finde es unter dem Schutzumschlag eigentlich fast noch schöner. Aber als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist es eigentlich total cool, weil es eben auch eine Schicht über den echten Buch ist. Also sozusagen hier ist die Realität und hier drüber ist die Kontaktlinse und auf einmal sieht es doch ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich das hier verwurschtelt. Ja, also irgendwie hat man sich dabei was gedacht und natürlich auch hier mit diesem, wie so eine Festplatte. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ja gut, das Herz hätte ich jetzt nicht gebraucht. Zusammen finde ich dieses Farbspiel, mag ich das irgendwie nicht. Für mich hätte es vielleicht dann doch ein bisschen zu diesen White Maze passen können, vielleicht ein bisschen weißer sein können. Also ich finde irgendwie, die Farben passen nicht so richtig zueinander. Aber so die Idee mit diesen Transparenten da drüber, wie eine Kontaktlinse eben, so dass es irgendwie anders wirkt und darauf anspielt, auf die Realität und die Virtualität, finde ich wieder cool.
Ja, das war meine Rezension zu White Maze, Du bist längst mittendrin von June Perry. Habt ihr das Buch auch gelesen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob es vielleicht ja euch jetzt angesprochen hat oder eben warum nicht. Das interessiert mich sehr und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.